Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir mal wieder über das Hedgen. Aber nein, nicht um das Thema als solches, wie kann man hedgen, sondern brauche ich eigentlich ein Hedge-Konto, das heißt ein Broker, wo ich meine Positionen, die ich in einem Konto habe, eventuell abhedgen kann? Wenn ja, worauf muss ich da achten? Darum geht es heute im Video. Letztes Wochenende, Freitagabend ganz genauer gesagt, rief mich ein Freund an, und zwar, es war so 21.45 Uhr und der hat schon ein etwas größeres Konto und der rief mich an und sagte: Mensch Jens, ich komme in meine TWS nicht hinein, ich komme auch in meine Kontoverwaltung nicht hinein, was ist denn da los, ist da irgendetwas passiert? Und ich war zu dem Zeitpunkt unterwegs, das heißt, mir war das persönlich gar nicht aufgefallen. Und er erzählte mir dann aber auch, dass es da bei Facebook, wo schon diverse Diskussionen gab, und im Nachhinein, wir haben dann auch viele Mails bekommen, Anrufe und so weiter, stellte sich dann heraus, dass tatsächlich Interactive Brokers am vergangenen Freitag ein technisches Problem hatte. Und das hieß, man konnte, teilweise ging die TWS, also die Trader Workstation, die Plattform, an der man Order absetzt, ging teilweise nicht. Und man kam auch nicht in die Kontoverwaltung hinein. Und klar, in so einem Moment denkt man immer, oh, ist etwas mit meinem Broker? In dem Fall war das jetzt nicht so, sondern es war tatsächlich nur in Anführungszeichen ein technisches Problem. Jetzt ist es aber natürlich so, ich habe mir dann auch ein paar Diskussionen im Internet durchgelesen und dass der ein oder andere dann auch geschrieben hat, und das auch vollkommen zu Recht, naja, was wäre denn, wenn du hättest genau in dieser Situation etwas machen müssen, ne? Also Freitag, du bist vielleicht mit Optionen im Markt, die gerade auslaufen, weil du vielleicht so eine Strategie fährst, oder aber ein Markt läuft gegen dich, du möchtest eine Position irgendwie adjustieren oder schieben und kannst es in dem Moment nicht, weil du keinen Zugang zu deinem Broker hast. So, und da geht natürlich erstmal wieder das große Geschimpfe los, ja, wie schlecht ist der Broker und so weiter, aber wer so lange dabei ist wie ich, der weiß, dass das immer mal wieder vorkommt. Und nicht nur bei dem einen Broker, sondern ich habe das mittlerweile bei allen Brokern, wo ich Konten hatte und habe, schon mal erlebt. Das heißt, es ist nichts Außergewöhnliches. Und in einer Welt, die immer mehr vernetzt ist, wo immer mehr Technik im Vordergrund steht, müssen wir uns einfach als Händler, das ist unsere Aufgabe als Risikomanager, auch mal mit dem Thema beschäftigen. Naja, was ist denn, wenn ich mal aus irgendwelchen technischen Gründen, also nicht mal, dass der Broker pleite geht, sondern aus irgendwelchen technischen Gründen, wenn ich dann keinen Zugriff auf mein Konto hätte. Und hier kommt jetzt das Thema Hedge-Konto ins Spiel oder Hedge-Broker. Das heißt, was haben wir denn da überhaupt? Und schreiben wir es doch vielleicht einfach mal auf, um das mal ein bisschen klar zu machen, ne? Also, wenn wir sagen, okay, die meisten von euch, die werden wahrscheinlich irgendwo sein, entweder hier bei IB, also Interactive Brokers direkt, oder aber vielleicht bei CapTrader, oder aber vielleicht bei Links. Das heißt, fällt der hier aus, sind die alle beide auch erstmal weg, ne? So, was hätten wir denn dann momentan am Markt für Alternativen? Da gibt es zum einen, das wisst ihr, da gibt es von den Jungs aus Amerika Tastyworks. So, da können wir allerdings nur Aktienoptionen machen, ne? Oder ETF-Optionen, Indexoptionen. So, mehr können wir bei denen aber nicht machen. So, was gibt es noch? Momentan ja auf großer Werbetour auch hier DEGIRO. Auch da können wir aktuell nur Aktienoptionen machen. Das heißt, Stand jetzt, wir haben jetzt Januar 2018, geht bei diesen beiden Brokern nichts anderes, ne? Das heißt, wir sehen ganz eindeutig, wer nur in Anführungszeichen Aktienoptionen handelt, für den würde es Sinn machen, durchaus ein Konto bei Tastyworks oder bei DEGIRO zusätzlich zu haben, um sich im Falle eines Falles hedgen zu können, also seine Position zu matchen. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Was ist aber mit denen, die hier Future-Optionen handeln, ne? So, jetzt gibt es ein paar, in Amerika gibt es eine ganze Menge an Brokern, die Future-Optionen handeln. Ich selber habe auch verschiedene Broker noch in den USA. Jetzt ist es allerdings so, dass oftmals diese Broker so Retail-Kunden aus Deutschland nicht ganz so gerne nehmen. Ich habe mit vielen schon ewig lange Geschäftsbeziehungen, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Aber wer sich vielleicht daran erinnert, es gab früher ja auch mal den Broker Sink or Swim, den gibt es auch heute noch, der ist ja dann übernommen worden von TT Ameritrade und die haben dann auch keine Deutschen mehr genommen, ne? So, und deswegen, ich bin gerade auf der Suche, um auch meinen Kunden, unseren Coaching-Kunden hier noch einen Future-Options-Broker anbieten. Sie können der zwei Dinge erfüllen, nämlich Nummer eins, er nimmt deutsche Kunden,
oder Österreicher und Schweizer. Schweizer haben meist nie so sehr das Problem, ne? Es sind immer wir Deutschen und die Österreicher teilweise noch. Also, er muss uns als Kunde erstmal akzeptieren. Zum Zweiten, er muss auch relativ überschaubare Kontogrößen annehmen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Broker, der sagt, okay, der ist super, aber der sagt 100.000 Euro Mindestanlage, ne? Oder Dollar besser gesagt. Wird den meisten nichts nützen. Und er muss uns einigermaßen vernünftige Gebühren bieten. Ich sage, warum einigermaßen vernünftige? Wer hier bei IB ist, ne, und sagt, ich suche einen Hedgebroker, ich will aber die gleichen Konditionen haben, gibt es nicht. Ne? Also das könnt ihr vergessen. Wer also all das anbietet wie IB und dazu noch bessere Konditionen oder vergleichbare Gebühren, das gibt es einfach nicht. Ne? Das ist, mir wäre das völlig unbekannt, es sei denn, ihr handelt wirklich einen riesigen Maßstab, dann könnt ihr überall die Gebühren nahezu auf IB-Niveau herabhandeln. So. Ich werde also auch einen Broker finden in den nächsten Tagen. Ich bin mit einigen im Gespräch und sobald das dann auch ist, werde ich das unseren Coaching-Kunden, unseren Kunden hier auch mitteilen, wo sie da hingehen können, werde einem sagen, geht dahin oder da und besprecht mit denen, was ihr da machen könnt. Eine Frage ist natürlich aber noch, wenn ich so einen anderen Broker dann gemacht habe, wie viel brauche ich denn da überhaupt Geld? Ne? Und da herrschen, glaube ich, immer ein bisschen falsche Vorstellungen darüber, wie viel bräuchte man denn da überhaupt Geld? Weil viele sagen, naja, wenn ich auf dem einen Konto jetzt 50.000 habe und ich möchte mich jetzt hedgen, dann muss ich dann auf dem anderen auch 50.000 haben. Nein, musst du natürlich nicht. Und zwar will ich dir erklären, warum. Was wäre denn in so einer Situation wie letzte Woche der sage ich mal, die Notwendigkeit, sich zu hedgen? Ne? Stell dir uns einfach mal vor, du hättest beispielsweise hier eine Option, du hast einen, was weiß ich, einen Short Put auf Crude Oil. Okay? Oder, ja, sag mal einfach einen Shortput auf Crude Oil, okay? Der kostet momentan vielleicht, keine Ahnung, $300 und verlangt eine Margin von vielleicht $5.000. So, musst du dich jetzt, um zu hedgen, musst du da auf dem anderen Konto auch mindestens $5.000 haben? Nein, musst du nicht. Warum nicht? Wenn du hier einen Shortput hast und du willst dich in dem Moment einfach nur hedgen, dass du sagst, mein Gesamtvermögen kann durch irgendeine Börsenbewegung jetzt nichts verlieren. Was müsstest du dann machen? Ne? Dann würde es ja genügen, wenn du sagst, okay, ich kaufe auf dem anderen Konto diese Option. Also ich sage jetzt, okay, ich mache jetzt hier einen Long Put in Crude Oil. Der kostet halt auch $300. So, und was kostet der Margin? Gar nichts. Ne? Der kostet überhaupt nichts Margin. Warum? Du hast ihn ja gekauft. Das heißt also, wenn ihr wissen wollt, das ist jetzt nur eine ganz grobe Annäherung an das Thema, ne? Wir können das gern, wenn es euch interessiert, noch mal ein bisschen ausbauen. Aber wenn ihr sagt, ich habe ein zweites Konto, das könnt ihr mit Aktienoptionen euch übrigens mal genauso ausrechnen, ne? Wenn ihr jetzt bei Tastyworks seid oder DeGiro oder sonst irgendwo und sagt, wie könnte ich mich denn da mit meinen Short Puts, die ich vielleicht auf Aktien habe, mit meinen Short Puts auf ETFs, wie auch immer, wie könnte ich mich hedgen? Der einfachste Hedge ist, löse die Position auf. Da du sie nicht auflösen kannst, weil du ja nicht zu deinem Broker kommst, ne, könntest du sie in dem anderen, in dem Hedge-Konto alternativ einfach kaufen. So, das heißt, du gehst einfach mal her und sagst, wie viel habe ich denn momentan verkaufte Optionen am Markt? Wie viel kosten die denn insgesamt? Und diesen Betrag und natürlich noch einen deutlichen Schnaps obendrauf, aber jetzt auch nicht das 3, 4, 5, 10-fache, bräuchtest du auf deinem Hedge-Konto. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht sagst, du hast irgendwie ein kleineres Konto, ne? Sagen wir mal, du hast ein 10.000er Konto und verkaufst in diesem Konto immer Optionen und du nimmst für diese Optionen im Schnitt, sagen wir mal, vielleicht, keine Ahnung, immer so 50, 60, sagen wir $100 ein, okay, nimmst $100 ein und also das heißt, hättest $300 ausgegeben, dann hättest du ja wahrscheinlich eine Margin von ungefähr $5.000 auf diese Option, vielleicht sogar 6.000 und damit wäre dein Konto ja auch schon gut gefüllt. Was musst du dann auf dem anderen Konto haben? Naja, dann wird es wahrscheinlich genügen, wenn du da $1.000 hättest, im Zweifelsfalle diese Optionen, wenn es denn notwendig ist, kaufen zu können. Und was man auch nicht vergessen darf, gerade wenn der Broker ausfällt, ist es ja oftmals so, dass viele gar keine Informationen haben, was kosten denn jetzt die Optionen, ne? Klar, man kann an der Börse nachschauen, es gibt alternative Plattformen, aber wenn man sagt, okay, dann mache ich einfach mein anderes Brokerkonto auf und habe dort auch immer schon mal die Optionen, die ich habe, einfach auf einer Watchlist eingepflegt, dann sieht man natürlich auch, okay, was habe ich denn da jetzt? Ne? Bitte auch immer daran denken, vielen fällt dann in dem Moment, und ich kann das aus leidvoller Erfahrung von vor vielen, vielen Jahren sagen, vielen fällt dann in so einem Moment erstmal ein, was habe ich überhaupt alles für Positionen
Ne? Und viele wissen das gar nicht, weil sie schauen ja einfach nur jeden Tag in ihren Kontoauszug rein und haben ihre Position nirgendwo anders notiert. Bloß wenn der Broker eben nicht zu erreichen ist, wenn die Website nicht zu erreichen ist, dann kannst du auch nicht in den Kontoauszug reinschauen. Und dann nützt dir es auch im Zweifelsfall nicht, wenn du dir vor einem Monat das letzte Mal Kontoauszüge ausgedruckt hast. Also, macht euch da einfach ein bisschen Gedanken. Wenn so etwas passiert, meckern ist immer das eine, das kann jeder, aber ein cleverer Händler sucht sich immer aus so einer Situation heraus eine Alternative, sagt, okay, das ist nun mal das Risiko, das hat jeder in jedem Geschäft und da muss man einfach sagen, wie könnte ich mich darauf vorbereiten, einen zweiten Broker zu haben, macht definitiv Sinn und das kann dann auch ein Broker sein, der nicht so gut ist wie der, bei dem ich bin oder vermeintlich so gut ist wie der ich bin, ein bisschen Geld muss ich da liegen haben, ne? Verhältnis, rechnet euch das mal an eurem eigenen Konto einfach aus und versucht einfach da noch ein zweites Konto zu eröffnen, damit ihr einfach eine Alternative habt für den Extremfall. Ihr werdet das wahrscheinlich nie brauchen oder nur ganz, ganz selten brauchen, aber wenn ihr es braucht, dann werdet ihr froh sein, dass es gemacht hat, weil an so einem Tag noch ein Konto zu eröffnen wird recht schwierig werden. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hilft euch wieder ein etwas oder noch bessere Optionshändler zu werden und mich würden natürlich wieder eure Meinung und Kommentare interessieren. Like dieses Video, verteilt es, ne? Verteilt es in den sozialen Medien, überall auf Twitter, auf was weiß ich, überall, wo es das gibt. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Also bis zum nächsten Mal. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.